Herzlich willkommen beim Profil Videoblog. Bei mir ist Sebastian Hofer. Hallo. Der, wie nicht anders zu erwarten, der Autor der Titelgeschichte ist, gemeinsam mit Klaus Hasselböck, der einen Teil bestritten hat, Chefredakteur von Bergwelten. Mhm. Aber die große Verantwortung liegt und lag bei dir. Man sieht es irgendwie am Outfit, es geht um Outdoor. Und nicht Wind und Wetter und nicht um Topmanager in der Deutschen Bank. Es geht um Berge. Ausgangspunkt dieser Titelgeschichte war ein Gespräch mit Lutz Maurer, der über, ich weiß nicht was, 40 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre? Vor 40 Jahren haben sie es erfunden, Jahren. Vor 38 Jahren, 36 Jahren. Die ORF-Sendung Land der Berge, die wahrscheinlich längst gespielte Dokumentationssendung des ORF war, kam zu uns und meint, wollt ihr nicht was Kleines machen drüber? Wir machen was Großes, nämlich eine Titelgeschichte über Berge. Berge, über Mythosberg und so weiter, du aus dem tiefsten Salzburgischen kommen, ich aus dem tiefsten Oberösterreichischen, also prädestiniert dafür, du bist weniger der Bergsteiger. Ja. 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 Aber du hast die Titelgeschichte schon. Ich kenne sie von unten. Ne? Ja. Ja. Von unten kennt man sie ohnehin besser, man stürzt vor allem nicht ab. Ja. Es geht um Identität, Identitätsstiftung. Wir haben im letzten Wahlkampf auch gesehen, wie wichtig Berge sind. Sebastian Kurz am Hohen Dachstein, im Präsidentschaftswahlkampf davor, Alexander Van der Bellen, der plötzlich die Liebe zur Heimat und zu seinen Kaunertal, glaube ich, Bergen wiedergefunden hatte und nur heimlich Zigaretten rauchen durfte. Wie identitätsstiftend ist denn jetzt der Berg für die Österreicher wirklich? Also für die Wiener weniger? Ja, es ist... Ich meine, es ist kein Zufall, dass die ersten drei Wörter der Bundeshymne Land der Berge lauten. Österreich identifiziert sich sehr stark über seine Landschaft, über die Landschaft, die markante Landschaft in Österreich sind nun mal die Ostalpen. Und was mich sehr überrascht hat, als jemand, der sich nicht wahnsinnig lange damit auseinandergesetzt bis jetzt, ist, dass es eine relativ eine Entwicklung ist der letzten vielleicht 150 Jahre circa. Mhm. Also Österreich als Kaiser und Weltreich hat es quasi nicht nötig, sich auf die Hundauern zu fokussieren. Und dann blieb nicht mehr viel mehr übrig. Dann blieb sozusagen nicht mehr viel Identitätsstiftendes übrig. Ja. Und weil die Adria, also die Marine. Aber es hat sich wahnsinnig schnell sehr stark verfestigt. Also wenn man jetzt Umfragen liest, was steht für Österreich, dann sind die Berge die Nummer eins neben dem Stephansdom und dem Donauwalzer. Weil du diese historische Entwicklung ansprichst, ich wiederum aus meinem eigenen Erleben habe gemerkt, dass was da in den letzten 40 Jahren passiert ist, ähnlich wie bei den Skilehrern. Vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren war der Skilehrer ein böser, grantiger Tiroler, der sadistischer als der Volksschullehrer agiert hat. Heute ist das völlig anders. Das sind coole, junge Menschen, Männer und Frauen. Also Anteil von Bergsteigerinnen übrigens sehr hoch. Da gibt es eine Statistik, irgendwie über 40% über 44% Frauen. Ja. Aber jedenfalls so ein richtiger Imagewandel. Und das ist auf den Bergen ganz ähnlich. Also der Berg ist was Cooles geworden und ist nicht mehr so dieses Böse, auch stark christlich-sozial, wenn nicht noch rechts davon, nationalsozialistisch geprägte Sache, sondern was Cooles für jede Altersgruppe, für jede politische Ausrichtung. Eroberbar oder zugänglich, so wie der Begriff Heimat. Das ist eine sehr rezente Entwicklung. Eine städtische Renaissance sozusagen hat. Eine Heimat war eben dieses rot-weiß karierte Tirolertum. Genau. Und jetzt kann da auch der urbane Mensch irgendwie einen Anschluss finden sozusagen. Mhm. Und ich glaube ja, dass es stark damit zusammenhängt, dass dieser Lifestyle, der in der Stadt aus anderen Richtungen Einfluss gefunden hat, also jetzt Nachhaltigkeit, Bio, Naturverbundenheit und quasi das echte Leben im Entfremdeten, das findet sich auf der Alm sozusagen eins zu eins. Ne? Also da brauche ich... Also je mehr Bobo im 7. Bezirk, umso wichtiger werden die Berge. Ja, kann sein. Mhm. Ja. Ich fand ganz spannend in deinem Text, dass die Schweizer offensichtlich einen anderen Zugang zum Berg haben, trotz des noch höheren Anteils. Ach. Aber dort ist Berg jetzt nicht unbedingt positiv, nicht so positiv besetzt wie bei uns. Ich würde nicht sagen, es ist nicht negativ, aber es ist ein anderer Berg, der dort irgendwie in der Volksseele steht. Also das ist dann tatsächlich so die eigene Nordwand. Ne? Das ist Eis, das ist alpines Klettern. Mhm. Bei uns ist der Berg im ersten, also ist quasi so rund um die Waldgrenze, würde man sagen. Ne? Also man kann schon klettern, aber eigentlich geht man wandern sozusagen. Ja. Ne? Und das ist der Berg, der,
diese, auch die österreichische Gemütlichkeit, ne, die auch im Selbstverständnis immer noch eine Rolle spielt. Man merkt es ein wenig auch bei den Bergführern, wenn man mit französischen oder gerade Schweizer Bergführern, ich weiß nicht, wie es bei den Skilehrern ist, unterwegs ist, die haben schon noch dieses leicht herrische, hierarchische, jedenfalls wesentlich weniger auf Coolness und auf Genießen ausgeprägte Berg gehen wollen. Also da wird man in einer anderen und auch nicht immer angenehmen Form gefordert. Irgendwie als müsste man, wenn jemand auf den Berg geht, dann sollte er das schon negativ spüren. Politik vielleicht. Mhm. Schreibst natürlich auch davon. Übrigens Heinz Fisch, also Vorgänger von Alexander van der Bellen, war, wie regelmäßig die Spitzenpolitiker der Sozialdemokratie, auch Präsident der Naturfreunde. In Österreich gibt es Naturfreunde, die klar sozialdemokratisch, und der Alpenverein, naja, eher nicht so sozialdemokratisch. Ja. Also dort ganz wichtig geworden. Man muss Politiker verstehen, sie müssen was darstellen, und wenn sie Weitblick, Übersicht, auch eine gewisse Härte sozusagen darstellen wollen, dann machen sie das ganz einfach in den Bergen. Ne? Also das ist, funktioniert besser als am Donaukanal sitzend und ein Spritzwein trinken. Man funktioniert auch, aber... Michael Häupl hat lange funktioniert. Man muss sagen, dass seine Frau Lebensgefährtin eine Bergsteigerin ist, was die meisten nicht wussten, die mal mit dem Peter Haberle auf den Joe Yu auf einen 8000er gehen wollte. Ach. Sie wird es nicht tun. Also auch Michael Häupl hat nicht nur zu Hause zumindest die hohen Berge sitzen. Ein Teil der Geschichte befasst sich jetzt auch mit dem extremen Bergsport, nämlich mit den 8000ern. Es hat sich gerade zum 40. Mal gejährt die Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt, des Mount Everest, ohne künstlichen Sauerstoff, durch einen fast Österreicher, Reinhold Messner, und durch einen richtigen Österreicher, durch einen Zillertaler, also den Peter Habeler. Zufällig zeitgleich, nein, es war lange so geplant, hat ein österreichischer Veranstalter, eigentlich der Lukas Furtenbach aus Innsbrucker, glaube ich, Innsbrucker, innerhalb von 21 Tagen ab Wien und innerhalb von zwei Wochen vor Ort eine sogenannte Flash-Expedition, also fünf Leute, auf den Everest gebracht, durch Akklimatisierung hier. Und dann steht auch ein gewisses Spannungsfeld. Also der Reinhold Messner hat sich immer, Peter Habeler weniger, gewendet gegen die Kommerzialisierung der Berge, obwohl er selbst in einer Kommerzexpedition damals unterwegs war. Und das muss für ihn jetzt irgendwie das Allerschlimmste gewesen sein. Ja, der ist vor fünf Tagen am Morgen wahrscheinlich mit Kopfweh aufgewacht, ohne zu wissen, warum. Naja, dieses by fair means des klassischen Alpinismus, also das der Messner stark propagiert hat immer. Und das ist jetzt bei besonders unfair means, weil diese Gruppe, ich glaube, ich habe das jetzt nicht gesagt, waren vorakklimatisiert aus Österreich, haben in einem sauerstoffarmen Zelt geschlafen und kamen dorthin und konnten direkt auf 7000 Meter gehen. Und für hatten den Messner natürlich ist das furchtbar. Mehr Sherpas als in normalen Expeditionen, hatten auch mehr Sauerstoff oder eine modernisierte Form der Verabreichung. Ja. Also das war schon technisch sehr stark unterstützt, was da jetzt passiert ist, und aber es ermöglicht halt auch Leuten, die nicht Messner heißen, relativ, gefahren, problemlos ist es nie, aber... Ist gar nicht so gefährlich. Also ich glaube, 3% aller, die Zahl der Toten am Everest, das sind 3% zu 100% von denen, die es geschafft haben. Das ist sehr wenig, im Besonderen, weil in der Statistik gar nicht die drinnen sind, die es auch versucht haben. Also sehr gefährlich ist es in Wahrheit nicht, auf den Everest zu gehen. Heutzutage noch viel weniger durch die Wetterkarten und durch die Infrastruktur, durch Helikopter, die wesentlich höher fliegen können. Der Klaus Haselböck, der da einen Text dazu verfasst hat, bringt ein starkes Plädoyer dafür, dass das heutzutage möglich sein soll, innerhalb von 2 oder 3 Wochen auf die Berge zu gehen. Andere leisten sich einen Porsche und die machen es halt so. Und sauberer sind die Berge heute sicherlich auch als vor 30, 40 Jahren. Also das Umweltbewusstsein und sicherlich durchgeschlagen. Man kann es jetzt, also man muss es gar nicht auf dem Everest umlegen. Das Gleiche, was Ähnliches kann man am Großglockner sehen. Da gibt es natürlich auch den quasi Gänsemarsch zum Gipfel. Es gibt aber auch schwierigere Routen, die für Experten sozusagen vorbehalten sind. Genau. Und es gibt Nachbargipfel, die kein Mensch nicht einmal namentlich kennt. Und also es ist eh nur genug Platz im Endeffekt. Damit beschließen wir dieses Expertengespräch. Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen des
nächsten kommenden Profil ab Sonntagmorgen.